leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und heute habe ich die große Freude und das große Glück, euch mal wieder einen Klassiker zu zeigen. Ein klassisches Fahrzeug, den Opel Manta A. Das machen wir nicht ohne Grund natürlich, denn wir haben euch ja vor ein paar Monaten schon den Opel Mokka E vorgestellt und jetzt auch nochmal mit der Sitzprobe und dem Innenraum. Und als ich beim Opel Mokka war, da sprach ich immer von dem Visor, dem neuen Gesicht von Opel, was inspiriert ist, und jetzt sollte man es ganz schön sehen, vom Opel Manta A. Also diese Linien, die wir auch beim Mokka sehen, im Prinzip eine Linie und dann hier durch den Opel-Blitz nochmal angezeugt, so ein Fadenkreuz. Dazu diese schwarze Einheit, drumherum ein bisschen Farbe, also in dem Fall hier grün. Das ist die Anleihe, das ist das Erbe, was der Opel Mokka jetzt weiterträgt. Dieser Opel Manta A ist nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer. Erstmal, wenn wir stehen, Alex. Es ist ein Baujahr 1971, genau wie ich. Ich finde, er hat sich ein bisschen besser gehalten. Den Witz wollte ich zumindest mal gemacht haben. Also, der Opel Manta A, der hier steht, das ist ein Opel Manta SR. Drei Ausstattungslinien gab es. L für Luxus, SR, die sportliche Variante. Und die wurde später abgelöst durch den GTE, ebenfalls eine sportliche Variante. Und was halt so schön ist bei genau diesem Exemplar hier, dass die Farbgebung auch noch passt zu dem, was wir beim Opel Mokka E gesehen haben, sprich die schwarze Haube mit dem grünen Lack dazu. Das Auto ist im Übrigen im Originalzustand, kommt aus privater Hand. Die einzige Sache, die nicht original ist, bevor mir die wahren Opelaner was um die Ohren hauen, sind die Felgen, die sind leicht verbreitert worden, aber die Grundfelge ist die gleiche, ist also die 13 Zoll Felge, auf der Wagen früher auch ausgeliefert worden ist. Ja, hier der schöne Manta, der Rochen quasi, finde ich eins der schöneren Embleme, die man sich ans Auto setzen kann oder damals konnte, ist auf jeden Fall schön. Generell, wie viel Chrom das Auto noch hat, ne? Sowas kennt man ja heute gar nicht mehr. Und auch ein Relikt der alten Zeit, Rallye-Streifen. So wie ein Vinyl-Top. Der eine oder andere wird fragen, wie was? Manta Cabrio, gab's doch gar nicht. Nein, hier drunter befindet sich natürlich die Blechhaut und die ist aber bezogen mit so einem Kunstleder-Kunststoff mit einem Vinyl, um ehrlich zu sein oder um es richtig zu sagen. Ja, und was man auch schön sieht, der Manta stand ja quasi zwischen Kadett und Ascona, also Kadett, das Arbeitstier, Ascona schon für die gehobene Klasse und der Manta halt zwischen den beiden als sportliches Coupé, wobei der Ascona A noch ein bisschen später vorgestellt worden ist als der Manta. Es ist zwar ein Coupé und die Türen haben tatsächlich hier keine Fensterrahmen im oberen Bereich, es gibt aber eine feste B-Säule und an der B-Säule angeschlagen sind hinten die Fenster, die sich dann hinten ausstellen lassen. Also leider nicht die klassische Form, die ich so liebe, wo sich alles versenken lässt beim Manta. Aber schön ist er doch trotzdem von der Seite. 4,34 Meter ist er übrigens lang, der Opel Manta A. Der Radstand misst 2,43 Meter. In der Breite ist er gerade mal 1,63 Meter breit. Ne? Muss man sich mal vorstellen im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen. Und er steht hier 1,36 Meter hoch. Ja, das Heck, schon mit so einer eingearbeiteten Abrisskante, die noch mehr Anpressdruck bewirkt, weil wir hier auch nochmal einen Rallye-Streifen haben. Dann die runden Rückleuchten für mich. Das ist einfach schön. Ne? Also es ist wirklich schön, nochmal so ein Auto zu sehen, gerade in dem Zustand, wo der Chrom hier einfach blitzt und ja, mir entgegenstrahlt. Ein Auspuffrohr, das zeigte man früher auch noch gut und gerne. Und das ist eine gute Einleitung. Eigentlich nein, überhaupt nicht. Aber den Kofferraum wollte ich euch einmal zeigen zumindest. Schließen wir mal auf. Dann poppt die Haube. Und ich würde sagen, da kann man schon einiges reinladen. Reicht dann auch für einen Ausflug sogar mit den Kindern. 2 Wochen Rimini, oder?
Den Manta gab es ja von 1970 bis 1975. In den ersten Jahren nur als 1,6 bzw. 1,9 Liter, später auch mit einer 1,2 Liter Maschine. Unser Fahrzeug, was wir hier besprechen, das ist der 1,9 Liter, der leistet dann 90 PS. Der 1,2 Liter hatte 60 PS und dann gab es dazwischen noch Größen 80 PS. Der GTE hat den gleichen Motor, der später dann kam, die letzten beiden Jahre, das letzte Jahr. Der hat aber schon eine Bosch-Einspritzung und hat damit 105 PS bekommen. Ja, der langsamste Manta A hat von 0 auf 100 beschleunigt in 18 Sekunden glatt. Das für ein Sportcoupé, aber auch nur mit 60 PS. Der GTE hat den gleichen Spurt in 11,5 Sekunden geschafft. Ein kleines Detail am Rande, was ich euch gerne mal zeigen wollte. Heute die Lampen musst du ja meistens im Ganzen die Frontscheinwerfer rausnehmen. Hier sieht man ganz schön, die beiden einzelnen Scheinwerfer kann man einzeln einstellen an den weißen Plastikhaken und auch ganz eben schnell mal die Birne rausnehmen. Das ist alles hier noch schön mechanisch. Und ich habe auch noch gar nicht drin gesessen. Sehen wir, wie das so ist vom Einstieg her. Ui, doch. Geht aber schon ein bisschen nach unten, ne? Sitzt hier in guter Opel-Manier. Das passt schon. Ja, und wie sah so ein Opel-Innenraum anno 1971 aus? Genau so. Also erstmal alles an seinem Fleck. Besonders vom RS-Modell ist hier diese Mittelkonsole oder diese Armaturenaufnahme unterhalb des Radios. Das ist spezifisch. Und weil das ja die Sport-Edition ist, hat er auch keinen Make-up-Spiegel. Ne? Sonst hätte er einen. Übrigens das Dach hier, der Himmel, in Schwarz, aber auch mit so einem Kunstleder oder auch mit so einem Vinyl bezogen. Also auch damals schon hat man mit schwarzen Himmeln gearbeitet. Nicht Dach, Himmel, ne? Damit das sportlich so ein bisschen nach unten drückt. Wenn man sich heute mal so eine A-Säule anguckt, ja, dann sind die fünfmal so breit quasi, ne? Hier ist wirklich nur Dichtung an Dichtung und dazwischen nochmal ein Steg. Da musste man noch gar keinen harten Kunststoff draufpacken, sondern es war einfach so. Und auch dieser Platz, ne? Wenn du dir heute anguckst, wie so ein Auto aufgebaut ist vom Armaturenbrett, was ja viel weiter in den Innenraum reinsteht. Hier ist alles so zierlich nach vorne. Das ist übrigens auch ein weiches Material, oder war es zumindest mal, ein Kunstleder. Und sogar der Deckel vom Handschuhfach ist damit bezogen. Ne? Also fein, fein, fein. Dazu eine ziemlich breite Mittelkonsole, natürlich ein klassischer Handbremsgriff. Elektrische Parkbremse gab es da jetzt noch nicht. Schöne Handschaltung. Und hier hinter dem Volant, direkt im Zugriff quasi, der Tachometer. Es ist aber nicht so sportlich, das Auto, dass der Drehzahlmesser zentral ist, sondern den haben wir dann auf der rechten Seite. Der Wagen dreht immerhin, ne, bis 7000 Umdrehungen hier, aber ab 5750 sollte man dann doch lieber den Fuß vom Gas nehmen, weil dann ist man im roten Bereich. Ja, und an Luxus, das Wichtigste früher, Zigarettenanzünder und Aschenbecher. Das musste man damals einfach haben. Lüftungsdüsen gibt es auch schon. 4 Stück an der Zahl, 2 außen, 2 innen. Und ja, da hat man früher auch einfach dran gedreht, um die zu verstellen. Und wenn man keine Luft haben wollte, hat man das Ding dazu gedrückt. Und dann war es halt so. Ne? Genau so. Ja, dann eine Heizung gibt es hier auch. Lustigerweise, und das finde ich eigentlich auch ganz pfiffig, ne? Direkt am Lenkrad. Also wenn ich als Fahrer hier die Heizung bedienen möchte, muss ich nur einmal kurz hier runtergreifen und das alles so einstellen, wie ich das haben möchte. Und fertig. Also hier nicht groß rumgefummelt, am besten auch ein Touchscreen, sondern schön 3 Regler. Natürlich dann ohne Klimaanlage. Licht schalte ich hier und an meinem ganzen Lenksäule habe ich im Prinzip auch nur einmal hier den Warnblinkschalter direkt neben dem Zündschlüssel und dann ein Hebel für den Scheibenwischer und Blinker. Ja. Ja, bei den Sitzen würde ich sagen, ist auch schon eine sportliche Ausstattung. Also ich merke hier, man sagt ja eigentlich, auf Augenhöhe sollte noch Kopfstütze sein. Das wird hier schon ein bisschen eng, aber damals waren die ganzen Crash-Geschichten ja noch ein bisschen anders aufgestellt als heute, wo man 100.000 Regularien hat. Und das ist auch immer wieder ein Grund. Die Leute fragen ja oft immer, warum sind die Autos heute so teuer, warum sind sie so schwer? Ja, hauptsächlich wegen Sicherheit, ne?
Klar, Opel Manta A war früher auch schon sicher, ne? Aber nicht nach heutigen Maßstäben halt. Und darum sind die A-Säulen deutlich breiter, kommt das Armaturenbrett weiter raus, weil hier kannst du ja auch kein Airbag drin verstecken halt, ne? Und. Aber so erster Eindruck, der Sitze sind auch noch bequem, ja, in der Tat. So, jetzt beam ich mich einfach mal nach hinten, damit ihr das auch mal gesehen habt. Zack. Ja, früher waren die Rücksitzbänke einfach komfortabler. Ne? Du sitzt hier wirklich wie auf dem Sofa. Mit der Beinfreiheit ist es jetzt nicht ganz so weit. Der Fahrer sitzt ja auf mich eingestellt, so wie ich da eben drin gesessen habe. Und ich muss meine Knie schon nebenbei spreizen. Wenn ich die hinter den Sitz klemme, dann piekse ich mir die quasi selber in den Rücken. Schön auch auf der Rücksitzbank. Was darf nicht fehlen als Ausstattung? Wer weiß es? Aschenbecher natürlich, ne? Ein Aschenbecher musst du auf jeden Fall haben hier. Haltegriffe gab es früher auch schon hier im hinteren Abteil. Was ich vermisse, sind Kopfstützen. Dafür noch eine richtige Hutablage, wo du halt nochmal richtig Boxen reinsetzen konntest. Ja, ach die gute alte Zeit. Jetzt will ich euch aber mal mitnehmen, was mir eben passiert ist. Ne? Ich mache den Sitz nach vorne und der drückt dann direkt auf die Hupe. Ja. Sollte man natürlich nicht machen, schon gar nicht, wenn man hier auf dem Opel-Werksgelände dreht. Aber der Ausstieg, kann ich euch versichern, selbst in meinem zarten Alter geht das noch ganz gut. Nee, Autos früher waren schon schön, hatten auch irgendwie gefühlt viel mehr Platz. Ist nicht so, fühlt sich aber so an. Na gut, fahren wir los. Gut, nehme ich euch mit, eine kleine Ausfahrt. Bin eben schon ein bisschen gefahren auf dem Gelände, da darf man aber nur Schritttempo fahren. Und so ein bisschen schneller dachte ich, lasse ich euch mal hier teilhaben. Ganz normale Viergang-Schaltung haben wir hier am Start. Und der Wagen ist ja von 71, darum vermute ich, dass der mit 88 PS ausgestattet ist. Und der beschleunigt dann von 0 auf 100 in gut 14 Sekunden. Das mache ich natürlich nicht aus Respekt vor dem Fahrzeug und vor allen Dingen auch dem Eigner. Der Verbrauch, Werksangabe zwischen 8 und 10 Liter, also 8,2 und 9,7. Man weiß es nicht, ne? Vom Fahrgefühl her natürlich die Servounterstützung. Ja, das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen da. Er hat ja breitere Reifen drauf. Ne? Das ist ja jetzt hier nicht ganz original. Aber die Lenkung folgt schon sehr schön meinen Lenkbefehlen. Und ja, fühlt sich gut an. Was ich famos finde, ist, dass diese riesige Scheibe direkt vor mir sitzt. Das kennt man ja gar nicht so von sportlichen Autos heutzutage. Die haben ja eher dann eine relativ flache Scheibe oder ja, so eine kurze. Hier habe ich aber quasi das Panoramafeld und kann wirklich sehr schön sehen. Was allerdings nicht so schön ist, sind diese kleinen Außenspiegel, in denen sehe ich jetzt so gut wie gar nichts. Maximales Drehmoment übrigens bei 142 Newtonmeter, ich glaube bei 3600 Umdrehungen. Ich fahre aber eher im unteren Bereich hier, ne? Wir wollen ja die Maschine schonen. Der Wagen hat natürlich Heckantrieb. Ich könnte jetzt auch hier ein bisschen driften gehen, ne? Auf dem Feldweg und so, wie früher die Jungs. Lass ich aber. Ich wollte es nur sagen, ich könnte es machen. Ich glaube, wenn ich von Neuwagen die Nase voll habe, mache ich einen YouTube-Kanal für Oldtimer. Weil das Fahrgefühl, also du willst sie nicht unbedingt im Alltag fahren, würde zwar noch gehen, aber du willst ja auch deinen Komfort haben. Ne? Eine Klimaanlage, nicht nur eine Heizung. Irgendwie, wir fahren jetzt hier nur ganz wenig Geschwindigkeit, über die Lautstärke kann ich gar nichts sagen, aber man hört jetzt auch schon bei 2500 Umdrehungen den Motor. Ja, der wird auch laut dann auf Dauer, ne? Aber jetzt hier so bei 30 Grad draußen, Fenster runter, Ellenbogen raus. Ich sag mal so, Opel fahren ist, wie wenn sie fliegst. Ich habe ja einen ganz guten Draht zu Opel Classic. Gibt es denn einen anderen Opel, den ihr in so einem Format gerne noch sehen möchtet? Vielleicht können wir uns das nächste Mal auch ein bisschen mehr Zeit noch nehmen. Ja, Kinder, das war's auch schon. Das soll es zumindest erstmal gewesen sein. Keine komplette Videokaufberatung, sondern einfach mal, ich wollte euch nur mitnehmen, euch dieses wunderschöne Stück automobile Zeitgeschichte präsentieren. Den 1971er Opel Manta, Klammer auf, A, Klammer zu, SR hier mit der 90 PS Maschine. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt auch nach wie vor hier mit dem Weiser, wo es angelehnt worden ist, beziehungsweise welcher Urahn da bei der Idee Pate stand. Ja, alles andere
wenn ihr mir was sagen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich denke, der eine oder andere Opelaner wird sagen, da hätte er ja noch das und das sagen können. Aber in der Kürze der Zeit sollten ja nur ein paar Informationen für euch sein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.